Erlebnisquartier am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Oder der vierte. Oder der vierte steht vor der Tür. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger G. Eines kann ich Ihnen heute schon versprechen, es wird schön, es wird romantisch, es wird idyllisch werden hier am wunderschönen Wolfgangsee, wenn wir uns das neue Gebäude hier der Wolfgangsee Schifffahrt und der Schafbergbahn etwas genauer ansehen. Das Erlebnisquartier. Das Erlebnisquartier am Wolfgangsee ist in den vergangenen 2 Jahren gebaut worden. 2021 wurde die alte Talstation aus den 1960er Jahren abgerissen. Heute erwartet ein hochmodernes Gebäude die Gäste der Wolfgangsee-Schifffahrt und der Schafbergbahn. Doch bevor Markus reingeht, um hinter die Kulissen zu blicken, will er noch kurz zum Wasser. Das ist auch das, was ich jeden Tag in der Früh mache. Wasserskifahren. So Markus, jetzt aber ab ins Erlebnisquartier, denn hier gibt's wirklich richtig viel zu erleben. Die haben noch nicht offen. Hey, Vierti, da geht's einer. Hintereingang, ist ja auch hinter den Kulissen der Salzburg. Servus, Mario. Servus, Vierti. Hey. Schön, dass du wieder am Wolfgangsee bist. Wunderbar. Da geht's hinter die Kulissen. Da ist euch ja wirklich was Wunderbares gelungen da draußen. Das Erlebnisquartier besteht aus mehreren Teilen. Neben dem Ticketverkauf und einem Shop gibt es hier auch noch ein hochmodernes Restaurant und einen Museumsbereich mit einer echten alten Dampflok. Und diese Lok ist wirklich am Schafberg damals aufgefahren, oder? Ja, das ist natürlich einer unserer Highlights in unserem Ausstellungsbereich. Die originale Lok, die sogenannte Z1, das war tatsächlich die erste Lok, die hier auf den Schafberg gekommen ist. Und auch 1893 das erste Mal den Schafberg bzw. die Schafbergspitze erreicht hat. Wir haben es jetzt in den ersten Tagen bereits mitgekriegt, dass diese Lok das Highlight ist. Die Leute kommen rein, stellen sich davor hin und, sie wird fotografiert. Ist. Wie schnell war man damals unterwegs mit dieser Lok am Bergauf? Naja, mit der Lok fährt man ca. 6 km/h. Das heißt, man hat während der Fahrt aussteigen können und Schwammerbrücken können. Ja, praktisch, oder? Ja. Na dann muss Markus auch gleich mit der Z1 ein Selfie machen. Die Frage, wer ist älter? Die Lok oder mein Kameramann? Ja, Markus. Die Schafbergbahn wird heuer immerhin 130 Jahre alt. Das sollte die Frage beantworten. Man kann es kaum glauben, aber vor genau 130 Jahren, am 1. August 1893, ist diese Lok auf den Schafberg gefahren. Und jetzt, 130 Jahre später, stehen wir da. Und in 130 Jahren, wenn Sie den Film anschauen, werden Sie sich denken, na, die haben noch schöne Zeiten gehabt. Schaut immer noch gut aus. Schaut immer noch gut aus. Und wieder weiterhin gut ausschauen, wenn es du so richtig gut pflegst. Ja? Richtig cool geworden. Und dieses neue Erlebnisquartier ist ja auch sehr, sehr nachhaltig gebaut worden. Durch den enormen Holzanteil ist es natürlich sehr nachhaltig gebaut worden. Zusätzlich haben wir fast 160 kW Peak Photovoltaik auf dem Dach. Und das macht dieses Gebäude eigentlich bei einem normalen Sonnentag zu einem energieautarken Haus. Du als Hausherr, auf was bist du jetzt, du Herrinnen, ganz besonders stolz? Ganz besonders stolz bin ich natürlich, dass wir es geschafft haben, in einer der schwierigsten Zeiten so ein Gebäude zu bauen. Wenn man bedenkt, dass wir vor 2 Jahren das alte Gebäude der Schafbergbahn abgerissen haben und dann zu einer Zeit begonnen hat, wo Corona war, dann ist Ukraine-Krieg gekommen und. Trotzdem haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir in 2 Jahren hier herinstehen und dieses Gebäude öffnen dürfen. Und natürlich das Restaurant im ersten Stock ist natürlich das Highlight am Wolfgangsee und das Highlight im Restaurant ist natürlich diese wunderschöne Aussichtsterrasse. Und alle Leute, die raufkommen, sagen, wow, das ist ein Ausblick. Du meinst, dass Peter Alexander würde den Song umschreiben im Weißenrössl am Wolfgangsee auf Erlebnisquartier am Wolfgangsee? Im Erlebnisquartier am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Oder der vierte. Oder der vierte steht vor der Tür. Die Traumterrasse sieht sich Markus gleich an. Den Blick will er noch kontrollieren. Mal schauen, ob die einen Job für mich haben. Ich wollte ja immer Kapitän oder Lokführer werden. Hätte Chancen bei dir?
Vierte, wir suchen immer Lokführer und du bist natürlich immer herzlich willkommen. Die Ehrenkappe habe ich ja schon. Naja, als leider zu Hause vergessen. Als Ehrenkapitän bist du ja bereits aufgenommen, weil du bist ja schon mit dem Schiff gefahren. Lenk du mal. Ich lenke die ganze Zeit. Es muss ja nur wichtig ausschauen. Ich denke mal, der Triebfahrzeugführer, der schafft man. Der schafft man auch noch. Lernstress quasi. Alle Jobmöglichkeiten auch für Sie finden Sie auf www.5schätze.at/karriere. Wer koordiniert die Züge und hat alles im Überblick? Der Fahrdienstleiter natürlich. Und wir schauen jetzt in die Fahrdienstleitung, um uns einmal zu erkundigen, was da so alles passiert. Eines weiß ich jetzt schon, dort gibt es sehr, sehr viele Bildschirme. Und es ist wahrscheinlich für jeden Gamer ein richtiger Traum, der mit Eisenbahnen schon immer etwas zu tun haben wollte. Hier arbeitet Dominik Stügner. Dominik ist seit vielen Jahren am Wolfgangsee mit dabei. Hoffentlich bringt Markus ihn nicht aus der Ruhe. Servus Dominik. Servus, grüß dich. Hallo. Ich habe gehört, wenn man sagt, du stellst die Weichen, dann ist das falsch. Richtig. Weil das macht nämlich der Fahrtbegleiter oder der Lokführer. Der Lokführer. Wir haben zwar jetzt schon elektronisch bedienbare Weichen, die gehen mit Funk. Da hinten sehen wir Fernbedienungen. Das sind die Weichenfernbedienungen, richtig. Oder? Richtig. Echt? Und die liegen einfach so da? Die liegen jetzt da, holt sich nachher jeder Schaffner, jeder Lokführer. Und die drucken nachher da während der Fahrt direkt, wenn sie es sehen, drucken es nachher drauf und nachher steht sie die Weiche. Also das muss ich Gott sei Dank nicht machen. Das war ja dann ein Stress quasi, oder? Genau so ist das. Stressig schaut es aber auch bei dir aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was machst du da eigentlich ganz genau, aus seinem Standbild anzuschauen? Wir haben da die zentrale Mittelbank von der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn. Wir koordinieren die Züge. Wenn irgendwas am Schiff ist, koordinieren wir nachher die Schiffe auch, falls irgendein Motorausfall ist oder was. Nachher schauen wir, dass trotzdem noch irgendwo ein Schiff zurückkommt zu den Anlegestellen, dass die Leute nicht zu lange warten müssen. Ich übernehme jetzt einmal das Kommando, ja? Ich setze mich jetzt einmal her, ja? Nur, dass wir da auf gleich das sind. Ich habe ja schon gesehen, dass das bei der Schifffahrt auch gerne tut. Ja, ich mische mich rüber gerne ein. Schau her, pfeifen dann auch schon. Was pfeifen muss ich jetzt machen? Wir müssen einen Funkspruch machen, ja? Im Endeffekt wird jetzt dann gleich mal ein Funk kommen, mit Zentrale kommen. Nachher möchten wir uns unter Zentrale kommen. Sind wir die Zentrale? Genau, wir haben da zentraler Mittelpunkt, deswegen Zentrale. Okay, Zentrale kommen. 901 darf Richtung Schafbergspitze fahren. 901 bis Spitze, Ende. Jawohl, Funk perfekt gemeistert. Roger. Und wichtig, einen roten Strich von da nach da. Denn hier wird alles genau dokumentiert. Das dient der Sicherheit der Bahn und die geht bekanntlich immer vor. Durch den Funkspruch von Markus macht sich die Zugkarnitur tatsächlich auf den Weg zur Schafbergspitze. Zug ist weg, Drehkreuz müssen wir jetzt wieder sperren. Das heißt, 43 Gäste sind an Bord? Nein, 43 Restplätze haben wir. Wenn du eine Leseschwäche hast, tust du immer ein bisschen schwer. Restplätze? Also von 100 Personen, die was in den Zug eingegangen, hast 57 Personen, führen wir gerade auf. Und rechnen musst du auch noch kennen. So, und das Drehkreuz, das sperren wir jetzt einmal. Jawohl, perfekt. Und von der Fahrdienstleitung geht es jetzt direktissima dorthin, wo alle Touristinnen und Touristen die Tickets abholen, nämlich zum Ticketschalter. Und dort darf ich auch ein bisschen mitschafteln. Und auf dem Weg dorthin habe ich einen Ohrwurm im Kopf, im Erlebnisquartier am Wolfgangsee. Da steht das Glück vor der Tür. Ja, so, gleich. Und ruft dir zu. Guten Morgen. Wir sind jetzt bei der Sandra, und zwar an der Kasse der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, und zwar jede Menge Software, jede Menge Verständnisprobleme meinerseits. Und wie funktioniert das bitte? Na, grundsätzlich müssen wir aus dem Reservierungsprogramm rausgehen. Im Endeffekt, wenn der Kunde kommt und der will Berg- und Talfahren, dann drückt man auf die Berg- und Talfahrt. Dann ergänzt man im Endeffekt die Personenanzahl, weil alleine wäre er nicht gekommen. Machen wir zwei. Dann ist es wie Online-Shoppen und dann im Endeffekt gehen wir auf Bereit zum Kassieren. Und dann wird kassiert. Genau, dann wird kassiert. Auch einen Schlüssel braucht man noch. Ja, aber ich glaube, das geht ganz normal auf. Schau. Wir brauchen eine Kundin. Sie lassen mich nicht an die echten Kunden ran, das ist nämlich die Marketingchefin vom Tourismus. Also plus, gell, haben wir gesagt? Naja, zuerst müssen wir das Produkt auswählen, die Berg- und Talfahrt, haben wir gesagt. Berg und Talfahrt. Ja, genau. Dann machen wir Plus. Dann sagen wir fahren mit der nächsten Bahn hinauf. Möchtest du mit der nächsten fahren? Ja, unbedingt. Unbedingt. Nimmst du 77 Freunde mit? 75, passt. Na wow, so viele Freunde. Für die kann Markus bestimmt einen Gruppentarif anbieten.
Zumindest eine Karte kommt tatsächlich heraus. So, da hätten wir die Karte und den Kassabeleg, bitteschön. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt am Schafberg. Gell? Wiederschauen. Haben wir gut gemacht, oder? Ja. Markus hat seine Aufgabe also erfüllt und darf jetzt ins Restaurant gehen und dort endlich bei einem Kaffee entspannen. Ein paar Schiffern sind auch schon unterwegs, also ich fühle mich da voll heimisch da. Es ist ein Wahnsinn. Das taugt mir voll. Im Restaurant trifft er Salam. Servus, du bist mein Kaffee-Buddy, oder? Genau. Du zeigst mir jetzt, wie man jetzt einen richtig guten Cappuccino macht, ja? Gerne. Weil ich möchte in Zukunft bei euch arbeiten. Wie fangen wir an? Kaffeetasse. Bitte Wasser. Danke. Bitte schön, bitte sehr, bitte gleich. Bist. Fertig? Ja. Das gerade. Ah. Schau her, schau dir das an. Darf ich eine neue Tasse geben? Das geht nicht, das ist kaputt. Das ist ein bisschen schwierig, aber ja, mit Gefühl. Ein bisschen schwierig mit Gefühl. Und, so. Und jetzt brauchen wir nur mehr eine Kundin. Na, da haben wir schon eine. Im Erlebnisquartier am Wolfgangsee. So, aber heute wirst du wieder verwöhnt. Hä? Herrlich, vielen Dank. Wie war's mit deinen 77 Gästen am Schafberg? Du, ein Traum war's. Ja. Wunderschön. Und bevor wir Sie aus dieser Sendung entlassen, zeigen wir Ihnen noch einmal die schönsten Seiten des Wolfgangsees und des Schafbergs. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Ja, lass es schmecken.